Oberried ist ein seit 130 Jahren aufgelassenes Dorf oberhalb von Berghofen in etwa 1100 Meter Höhe, das 800 Jahre bewohnt war. Zuletzt gab es dort 7 Bauernhöfe und eine Kapelle. Heute ist noch eine Museumshütte, das Baudenkmal Kapelle und die Restfundamente der ehemaligen Bauernhöfe ein geschichtlicher Edelstein von Sonthofen. Die ehemaligen Bewohner haben das Dorf wegen schwerwiegender Gründe aufgegeben und das gesamte Gelände damals an den Markt Sonthofen für 63.000 Mark verkauft. Es waren zu wenig landwirtschaftliche Flächen, fehlende sonstige Arbeitsplätze und für die Kinder ein zu langer Schulweg nach Berghofen. Es gibt jetzt neue Bewohner in Oberried, 29 Bienenstöcke, die auch für die Stadt einwandfreien Honig erzeugen. Das gesamte Gelände wird heute von der Stadt Sonthofen und einigen ehrenamtlichen Bürgern bestens betreut.